Strahlensatzaufgaben lösen. Hier ist zum Beispiel die Aufgabe, in diesen vier Skizzen unterschiedliche Verhältnisgleichungen aufzustellen. Also unterschiedliche, das verhält sich zu dem, wie das zu dem, oder das zu dem, wie das zu dem, oder. Solche Sachen. Mal kurz zur Erklärung. Strahlensatz. Ich hatte ja gesagt, leicht auf Berlinerisch, Ditte verhält sich zu Ditte, wie das Ganze zu dem hier. Habe ich hier nochmal einen Link angefügt, das Video wartet hier, könnt ihr ruhig drauf gehen. Wie ist es gemeint? Also es ist so gemeint. Zum Beispiel, ich mache es am besten farblich, ich sage, diese Seite verhält sich zu der. Also schreibe ich auf, A verhält sich zu X. Wie? Ich nehme mal eine andere Farbe, das Ganze hier zu dem entsprechenden parallelen Abschnitt. Also, das Ganze heißt aber A plus B. Und das zu Y. So, das kann man auch gestürzt hinschreiben. Also stürzen heißt, auf beiden Seiten Zähler und Nenner vertauschen. So, dass es dann heißen müsste, X zu A wie Y zu A plus B. Macht mal die, ich mache mal Pause. Wisst ihr was? Versucht mal, noch drei verschiedene oder sogar vier verschiedene Verhältnisgleichungen aufzustellen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich drücke jetzt Pause-Taste und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich löse dann auf und erkläre kurz. So, jetzt haben wir die verschiedensten Varianten. Muss nicht sein, dass ihr gleich mit der anfangt. Kann sein, könnte auch sein, dass ihr mit der angefangen habt, wie auch immer. Also mal kurz zu der. Ich kann das, was ich hier mit diesen unteren Strahlenabschnitten mache, auch mit den oberen machen. Muss allerdings immer schön auf dem Strahl bleiben. Dann ergibt sich diese Gleichung. Denkt die nach, geht nach, das verhält sich zu dem, wie das Ganze zu dem. Oder ich beziehe mich gar nicht auf die parallelen Abschnitte. Wichtig ist aber, dass ich parallelen Abschnitte habe. Dann kann ich auch sagen, C verhält sich zu A, wie das große Ding zu dem großen Ding, wie C plus D zu A plus B. Und das andere noch, die andere Mischvariante aus allem ist, dass ich auch durchaus erst die parallelen Abschnitte zueinander zuordne. X verhält sich zu Y, wie, und jetzt das kurze Stück, X ist kürzer, wie das kurze Stück zum ganzen Stück, wie C zu C plus D, beziehungsweise wie A zu A plus B. Gut, nächste Aufgabe, gucken wir uns die mal an. Suche anhand der obigen Skizzen, also irgendeine von den Skizzen, zueinander ähnliche Dreiecke und schreibe diese hier mittels ihrer Seiten auf. Also ähnliche Dreiecke haben gleiche Winkel. Zum Beispiel so ein Dreieck sieht genauso aus, bloß dass eben dieses hier größer ist, weil alle gleiche Winkel haben. Jetzt ist aber das hier nicht gut für unseren Kram, sondern wir müssen das schon ein bisschen konkreter machen. Also sage ich mal, ich mache es mal wieder in Farbe. Ich sage das kleine Dreieck und jetzt gehe ich gleich von diesem Punkt hier aus und nehme das rote, ist ähnlich dem größeren Dreieck. Naja, mit der Hand gemalt, das sieht manchmal schlimm aus. Jetzt muss ich noch und bezeichne mittels ihrer Seiten, ne, bezeichne die Seiten. Also sage ich, okay, das ist A, das ist C, das ist X und jetzt in Rot am besten, das Ganze ist A plus B. Das Ding ist Y und das Ganze ist C plus D. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. In einer der obigen Skizzen, irgendeiner, sind folgende Seiten gegeben. Also A, X und Y und ich möchte B haben. Tja, mittels Verhältnisgleichung am besten. Ne, sowas ist ja hier eine Verhältnisgleichung. Also sage ich mal, okay, dann fange ich mal an und mache mir eine Skizze nochmal. Am besten mache ich die erstmal allgemein in schwarz und mache dann bunt, was ich habe. Das ist sehr übersichtlich und das hilft uns. Also, es ist gegeben, die Seite A, gleich 3 Meter, hier, Seite A, blau malen am besten, A gleich 3 Meter. Die Seite X, ja, da die dazugehört, kann ich die auch blau malen, X ist 2 Meter. Und Y, mache ich das ruhig rot, so wie ich es bisher gemacht habe, Y sei 3,8 Meter. Und ich möchte aber diese Seite hier, diese, die Seite B. So, und jetzt müssen wir wieder die Verhältnisgleichung aufstellen. Das machen wir am besten. A verhält sich zu X wie, und jetzt haben wir gesagt, A plus B. Mache ich mal in Rot nochmal. A plus B zu Y. So, jetzt stellt mal die Gleichung um nach B. Und ich drücke Pause-Taste und wir sehen uns gleich wieder. Na, habt ihr es auch so? Bei Gleichungen, wo Summen drin sind und so weiter, denkt an die Regel, Klaps rückwärts. Ich werde mal versuchen, hier noch einen Link anzufügen, damit man das mit dem
Klammer, Punkt, Strich und so weiter besser hinkriegt. Hier kümmere ich mich allerdings erstmal um die Punktrechnung, weil an die Strichrechnung darf ich nicht ran, denn Achtung, hier steht eine Klammer darum, weil es ein gemeinsamer Bruchstrich ist. Außerdem mache ich es mir dadurch leichter. Durch y stört mal y, dann habe ich es hier drüben. Mal gehört auf den Bruchstrich, x steht unten drunter weiterhin. Und ich habe hier, weil sich das y weggekürzt hat, bloß noch a plus b. Jetzt nehme ich noch minus a und dann habe ich diese Formel. Jetzt setzt mal in diese Formel ein, ne, a mal y durch x minus a ist gleich b. Die entsprechenden Größen, die wir hier haben, oder die ich hier am besten schon rausgemalt habe, das ist am leichtesten. Und dann sehen wir uns mit der Lösung wieder. Also, Pause-Taste, zu Hause auch, entsprechend setzt mal ein, man sagt, löst die Variablen auf, beziehungsweise man sagt, substituiert, also tauscht die Variablen gegen die Größen, die es wirklich sind. Na denn, bis gleich, Pause. Habt ihr es auch so? Ich habe hier eingesetzt, einsetzen kann jeder, das ist nicht das Problem. Ich habe mal, weil ich alles jetzt im Kopf gerechnet habe, 3,8 geht gut durch 2, habe ich hier gekürzt, durch 2 bleibt hier oben 1,9. Die Meter darf ich rauskürzen, weil ich es ja hier mit dem Produkt zu tun habe. Ne? Summen kürzen nur die Dummen. Also hier geht es, das ist kein Problem. Dann kommt raus, 3 mal 1,9 sind 5,7. Meter bleibt übrig, das Meter dahinter schreiben, minus die 3 Meter sind 2,7 Meter. Ich hoffe, ihr könnt was mit dieser Art von Aufgaben anfangen, könnt euch dadurch vielleicht auch Tests weiter gut vorbereiten, was auch immer. Ich hoffe, dass es geholfen hat. Also, bis später. Tschüss.